Nomi, klein, aber fein. Ja, hallo und herzlich willkommen, ja, zu einem neuen Alice-Single-Projekt. Ich habe ja so ein bisschen lange gewartet für euch, mal kurz zur Erklärung. Ich wollte wieder eine schöne Map. Und ja, die On the Hills hatte ja leider bei mir Lua-Fehler. Und ich habe jetzt lange geguckt und habe mich für diese Map hier entschieden. Das ist die Hopfenbachtal von der Alice Mod Company. Ja, mir gefällt diese Map einfach richtig geil, weil Feldergrößen unterschiedlich, nicht alles gleich rechteckig und auf verschiedene Größen, genau richtig für einen Singleplayer. Fuhrpark ist natürlich für mich, wie ich ihn gerne haben möchte, wieder angepasst. Auch die Felder, die habe ich mir selber ausgesucht, welche Felder ich gerne zu Anfang bewirtschaften möchte. Und ja, ich würde euch jetzt hier gerne einmal erstmal mitnehmen in die erste Folge, sage ich jetzt mal, um euch zu zeigen, ja, was hat Gnomi sich eigentlich alles gekauft. So, als erstes hier den MB-Truck, das große gute Ding. Der wird uns hier begleiten. So, auf mit dir. Ach, alter Mammut, immer rein. So, Tür zu. Fenster auf. So, und dann wollen wir mal. Immer dieses Kurbeln. Wieso hat der noch keine elektrischen Fensterheber? So. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wie müssen wir denn jetzt zum Hof? Darum. Gut. Alles klar. Ja, Victor ist noch nicht da. Den habe ich heute noch den ersten Tag im Rücken freigegeben. Der wollte nochmal sich so ein bisschen erkundigen, wo das jetzt überhaupt genau ist. Ihr kennt ja Victor. Der muss sich erst immer bei Google Maps erstmal schauen, wo muss ich überhaupt genau hin. Der brüllt aber. Ey, der Schwede, das gefällt mir. Oh. Nachlader werde ich wohl jetzt heute noch auf jeden Fall haben, weil ich die Map erstmal wieder richtig laden muss. Hatte sie lange jetzt nicht gespielt. Vorbereitet habe ich das schon lange. Aber irgendwie, ja, nicht so die Lust gehabt aufzunehmen. Die Laune war irgendwie nicht so dolle, deswegen habe ich es auch gelassen. Deswegen kam auch lange nichts. Ich bitte dies auf jeden Fall zu entschuldigen, aber ich sage jetzt mal so, wenn ich keine Lust am Spielen habe, dann macht euch das auch keine Lust am Zusehen. Und ich möchte hier nichts auf Zwang machen. So, da sind wir jetzt erstmal bei unserem Hof. Ja, da stehen die anderen Schlepper schon. Obwohl, wir können direkt mit meinem B-Truck einmal rumfahren. Also, wir haben einmal den 800er Favorit. Den 312 Farmer Turbomatic. Den Deutz Akkustar 681. Und natürlich den Klaas Mega 208 Drescher. So, den habe ich hier drinne. Ah, war ja direkt halten. Unsere Amazon Düngerspritze mit einem IBC-Fass. Das habe ich selber schon alles mit hergebracht. Auch das Saatgut. Ein Striegel. Den Kuhn. Ja, Kuhnzetter. Eine Quaderballenpresse von Krone. Und ja, hier ist noch das Saatgut und der Dünger. Den habe ich, wie gesagt, hierher gefahren. War die Tisch? Die sollte doch gar nicht auf hier sein. Nee. Guck mal, da steht auch noch die Überreste. Gar nicht ganz fertig gewesen hier. Oh Mann. Ja, einen Megatech-Anhänger. Einen Kuhnschwader. Na komm, können wir auch so schnell mal hinfahren. So, zack. Boah, der brüllt echt. Alter, irgendwie gefällt mir der MB-Truck ja doch. So. Der, zack. Jetzt machen wir auch den Motor aus. Dann haben wir hier einen Josken Beinwagen-Anhänger. Hier haben wir alles für die für die Frontladertechnik plus einen Beinschieber. Hier haben wir noch einen Case. Ist es der 1800? Ne, der 1455 XL mit Palettengabel, Frontladeranbau. Alle meine Traktoren haben auch Frontladeranbau gekriegt, weil ich das einfach lieber mag, wenn ich alle Traktoren, je nachdem, was ich gerade benutze, mit einem Frontlader habe. Ich finde das einfach besser. Ist meine Art.
So, dann haben wir hier natürlich noch die Mähwerke. Oh, ich habe ein Ei gefunden. Juhu! Ich hoffe, keins aus den Niederlanden. Na nee, ich hab ja meine eigenen. So, dann einmal das Pöttinger Mähkombo, Seitenheckwerk und Frontmähwerk. Einen Amazon Düngerstreuer, einen Amazon Pflug, einen Amazon Grubber und natürlich eine Lemken Sämaschine. So, was vergessen? Was hatte ich hier in der großen Halle? Ich glaube, hier hatte ich nichts mehr reingestellt. Nö, das ist unsere Lagerhalle. Hier haben wir natürlich noch unsere Gewichte. Von allem etwas vorhanden, damit uns auch nichts passieren kann. Und ja, ich würde sagen, gleich rein hier. Gleich ran an die Arbeit. Und gleich mal anfangen anzusehen. Obwohl, wir müssen eigentlich auch pflügen. Ja, Viktor. Das eine Feld machen wir so. Und Viktor, wenn der da ist, kann der pflügen auf jeden Fall. So. Hat er die dynamischen Schläuche? Ne, hat er nicht dran. Na gut. So, oder? Muss ich da hinten noch was drücken? Nö. Ne, das ist ja gut. So. Oh. Da müssen wir vorne ein bisschen was dranhängen. Der hobbelt ja hier. Boing, boing, boing. Zack, schöne Gewichtplatten, das passt am besten. Das ist auch gleich mal ein Thumbnail wert, oder nicht? Ja. Das sieht doch gut aus hier, die Stelle. So. Den machen wir mal wieder hier. Ups. Mit Hühnchen durch den Reifen noch nicht. Zack. Das sieht doch schick aus. So. Seid ihr wieder live dabei gewesen, wo es das Thumbnail gab? Das finde ich doch auch immer schön. Dann seht ihr auch, ich mache es mir ganz einfach. So. So, Maschine ausklinken. Und dann einmal in den. Klappt noch aus. Ach, shit, jetzt habe ich wieder diesen doofen Grafikbug. Den hatte ich letztens auch schon mal. Sieht nicht schön aus, auf jeden Fall. So, aber wir wollen unser Saatgut holen. Steigen wir in den Case. Den Anhänger räume ich später noch weg. Das mache ich später noch fertig. Den habe ich total vergessen wegzuräumen. Aber naja, passiert. So, einmal in der Mitte durch vom Hühnchen. Ist das Hühnchen plott wie ein Teller, war der Gnomi wieder schneller. Und es gibt Hühnerfrikassee dadurch. So. Oh, ich werde das die ersten Folgen noch nicht lernen mit den Toren. So. Saatgut holen. So, und ich will jetzt versuchen, auch viel mehr in Innenansicht zu fahren. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege oder ob ich auch weiterhin daran denke, aber ich denke mal schon, dass das klappen wird. So, das müsste eigentlich, hoffen wir mal, passen. Ne. Gut, Frontladerarbeiten mache ich doch noch von außen, weil dann sieht man wenigstens, wo man reinfährt. Das sollte nicht passieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gnomi, 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 Gnomi. Das fängt ja schon wieder echt gut an. So, habe ich den Deckel aufgemacht? Natürlich nicht. Ah doch, jetzt ist er auf. So, falls wir nachher noch mal was brauchen, stellen wir dich dann schon mal hier so hin. So, das sieht gut aus. Da können wir direkt den unterfahren und voll machen. Passiert da auch nichts? Nö. Victor ist ja noch nicht da, also gut. Dann Abfahrt.
Saat schon mal einstellen, sonst vergessen wir das. Wir nehmen Gerste erstmal. Erstmal ein bisschen Gerste in den Bogen kriegen. Und wir werden auch gleich hier drüben auf der 15 anfangen. Lassen wir den MP-Truck mal ein bisschen arbeiten. Müssen wir nur noch unsere Koppeleinfahrt? Ach, da drüben ist sie ja schon. Das war ja leicht. Dann müssen wir noch die Wiesen striegeln. Aber da habe ich eine Frage an euch. Und zwar, wie wollt ihr es lieber haben? Wollen wir die Standardwiesen, die wir alle hier haben, benutzen? Oder wollen wir uns selber eine Wiese erstellen? Da seid ihr jetzt mal ein bisschen gefragt. Weil, wie gesagt, es sind leider keine kaufbaren Wiesen mit bei. Die Wiesen sind alle im Besitz und ich bin eigentlich kein Freund davon. Aber ich möchte jetzt einfach mal euch abstimmen lassen, wie ihr das findet. Was meint ihr? Wollen wir eine Wiese anlegen oder wollen wir die Wiesen, die hier schon angelegt sind, benutzen und dafür brauchen? So, 6 Meter. 6,30. Ne, 6 Meter hatte die. Zack. Eins, zwei, ja. Gut. Anschalten, runter und Abfahrt. Na, was haben wir? Oh! Also das war ja gerade... Also, wir haben da so ein Bodungshaftungsproblem. Ah, jetzt will er. Kämpft sich durch hier. Boah, da muss er aber auch ausstoßen. Alter Schwede. Aber es geht. Es geht. Das läuft. Hat er mal hier was zu kämpfen, der Lütte. Ja, ich werde auch, wenn ich dran denke, natürlich werde ich auch eine Abstimmung in der Endcard, Info machen. Hier, Infocard. Werde ich mal für euch auch eine Abstimmung machen und dann werden wir mal gucken, wie wir das dann auswerten. Also, wäre mir sehr wichtig, wenn ihr alle daran teilnimmt. Und ja, damit ich auch sehe, was ihr auch lieber mögt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare auch. Wie gesagt, Abstimmung oder in die Kommentare. Ich zähle beides aus und dann schauen wir mal einfach mal, was gewonnen hat. Oh, der MP-Truck fährt sich aber auch ganz schön schwammig hier. Mann. Läuft auf jeden Fall. Erste Fahrspur kommt auch rein. Und jetzt das nächste Gepiepe ist vom Promods, keine Ahnung. Brüllen muss er im B-Trakt. Brüllen muss er. Sonst taugt dort nichts. Sonst taugt dort einfach nichts. Macht auch schon Spaß mit dem Ding. Alter Schwede. Hätte ich auch gar nicht so gedacht. Echt mal was. Ja. Ich bin vorher sonst nie so MP-Truck gefahren, weil ich einfach auch keine, ja, wie gesagt, irgendwie keine Lust drauf hatte. Aber irgendwie gefällt er mir doch. Hier durch. Auf jeden Fall hat er ordentlich zu kämpfen mit der Drehzahl. Licht. Oh.
Also wird das sogar grün. Oh, das sieht echt geil aus. So gefällt mir das. Bin ja mal gespannt, wann Victor da ist. Victor hat ja schon wieder nach dem 800er gefragt, nach dem Fan. Also ich denke mal, den wird er sowieso wieder dauernd benutzen, so wie ich ihn kenne. Aber das werden wir dann noch sehen, was er dann macht. Aber ihr kennt ja alle Victor. Von daher, ja. Aber wir sind auch am Ende unserer Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen. Denkt bitte an die Abstimmung, Wiese Standardwiesen alle besitzen und benutzen oder Wiese anlegen auf einem Feld. Da seid ihr natürlich jetzt gefragt und ja. Ich freue mich auf jeden Fall zu sehen, was ihr denn da schreibt, wie die Abstimmung denn ausgeht. Und ja, ich sag schon mal Tschüss, bis dahin, euer Gnomi. Ciao, ciao.